Mein Name ist Karl Kirst. Ich bin Lehrer für Deutsch und Geschichte an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Mitglied im Vorstand der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. Und darüber sollte man wissen, dass das eine ehrenamtliche, gemeinnützige und auch damit unabhängige Organisation ist. Das ZumWiki ist ein Wiki, wie der Name sagt. In Wikis kann jeder mitmachen. Man muss sich einmal anmelden, dann kann man Seiten bearbeiten, man kann auch Seiten neu erstellen. Es ist ein Portal für Lehrerinnen und Lehrer. Natürlich dürfen auch Schüler und Schülerinnen, dürfen auch Studierende, Hochschulangehörige dort mitarbeiten. Es geht darum, Informationen abzulegen oder auch Unterricht vorzubereiten, Unterricht zu dokumentieren. Man kann das also individuell für sich alleine benutzen oder man kann zum Beispiel als Lehrer auch mit einer Klasse in einem Kurs dort arbeiten und aktiv werden. Ich habe schon gesagt, dass man natürlich sowohl individuell eine Seite benutzen kann. Ich benutze es zum Beispiel so, dass ich teilweise Informationen, die ich gefunden habe, die ich für mitteilenswert halte, dort ablege, dass ich zum Beispiel etwas verlinke, aber auch Unterrichtsideen von Stunden, die ich gehalten habe, ablege. Man kann aber auch zum Beispiel Lernpfade vorbereiten. Das ist so eine der ganz großen Erfolgsgeschichten in dem ZumWiki. Lernpfade bedeutet, dass vorbereitete Materialien abgelegt werden, mit denen dann Schüler, geleitet durch den Lehrer, die Lehrerin oder eben auch selbstständig arbeiten können, um ein Thema nachzuarbeiten oder sich auch einzuarbeiten in ein Thema, und zwar interaktiv. Das heißt, es ist nicht so, dass dort nur fertige Dokumente sind, die man eventuell auch ausdrucken könnte, sondern es gibt Übungen, in denen man eine Lösung eingibt und dann die Rückmeldung bekommt, ob das richtig ist oder falsch. Das ist eine der Erfolgsgeschichten. Das zweite ist, dass man einfach feststellen muss, mittlerweile ist es so, dass das ZumWiki eine so große Bekanntheit hat, dass eben ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen von sich aus dort anmelden und versuchen dort etwas für sich zu machen, auch auf verschiedenen Ebenen. Ein Erfolgsfaktor ist sicherlich auch, dass es offen ist. Das ist also eine Grundentscheidung, die wir von vornherein getroffen haben. Das heißt, es steht im Internet, jeder kann es einsehen, der möchte. Die Materialien sind also und die Ideen sind für alle zugänglich. Ein ganz wichtiger Hintergrund ist sicherlich, dass man natürlich als Lehrer, wie natürlich auch andere Menschen, erstmal die ganz normale tägliche Arbeit zu bewältigen hat. Und das bedeutet, dass in der Regel kaum jemand große Lust hat, sich um Urheberrechtsfragen zu kümmern. Das heißt, erstmal schaut man, wo finde ich Materialien, die ich brauche für meinen Unterricht. Und erst die zweite Frage ist, wie ist das lizenziert? Deshalb denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass öffentliche Institutionen sich dafür einsetzen, dass der Staat, das Kultusministerium sich dafür einsetzt, dass eben dass offene Lizenzen gefördert werden. Das kann zum Beispiel nicht nur dadurch passieren, dass man darüber redet, dass man darüber informiert, sondern zum Beispiel auch die Erstellung von offenen Materialien ermöglicht. Zum Beispiel durch Freistellung von Lehrern oder durch einen gewissen Stundenerlass, damit jemand dann tatsächlich Materialien auch in einer angemessenen Form öffentlich publizieren kann.